Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu unserer Erstausgabe der Sendung Neuzeit. Wir, das sind die Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen in Lübeck. Heute im Studio möchte ich gerne kurz vorstellen, ist Christoph Schwager, der Sprecher unserer Bürgerinitiative, und Klaus Strüber, ein Mitglied der Bürgerinitiative, und am Mikrofon ist Christian Bayer. Wir möchten Ihnen mit unserer Sendung das Konzept, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens näher bringen, Ihnen das erklären. Das wird eine Sendereihe werden und wie gesagt, wir sind heute bei der Erstausgabe und möchten hier gerne beginnen mit dem bedingungslosen Grundlexikon. Eine kurze Erklärung, was ist das BGE, und dazu bitte Christoph. Zu Beginn wollen wir erklären, was ein bedingungsloses Grundeinkommen, abgekürzt BGE, ist. Wir geben hier eine Definition vom Netzwerkgrundeinkommen wieder. Sie ist gewissermaßen ein gemeinsamer Nenner in der Grundeinkommensbewegung geworden. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ein Einkommen, das bedingungslos jedem Mitglied einer politischen Gemeinschaft gezahlt wird. Es soll folgende vier Kriterien erfüllen: die Existenz sichern und gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, einen individuellen Rechtsanspruch darstellen, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Arbeitszwang ausgezahlt werden. Es geht darum, dass die Grundbedürfnisse der Menschen gedeckt sind und darüber hinaus eine gesellschaftliche Teilhabe möglich sein muss. Die Höhe ist für ein recht einfaches Leben ausreichend. Wer mehr will, der kann durch Erwerbsarbeit beliebig viel hinzuverdienen. Wichtig ist, dass der Betrag nicht zu niedrig bemessen wird. Denn wenn das Grundeinkommen für das Leben nicht reicht, besteht de facto wieder ein Arbeitszwang und das Einkommen ist eben nicht mehr bedingungslos. Durch zu niedrige Bemessung kann ein Grundeinkommen ins Gegenteil verkehrt werden. Mit einer individuellen Auszahlung nimmt jeder Mensch seine Existenzgrundlage mit, wohin ihn auch immer das Leben führen mag. Jeder bringt in eine neue Beziehung bereits einen finanziellen Grundstock ein. Wenn Beziehungen enden, so gibt es keine Existenzangst mehr. Kinder sind weiterhin materiell versorgt. Niemand kann in einer Partnerschaft oder Bedarfsgemeinschaft, wie es heute so schön heißt, für den anderen in die Pflicht genommen werden. Bedürftigkeit suggeriert einen sozialen Ansatz. Den gibt es aber schon längst nicht mehr, denn Bedürftigkeit ändert sich nach Kassenlage und ist ein Kampfbegriff der Ausgrenzung. Wer bedürftig ist, wird stigmatisiert, wird nackt ausgezogen, wird des Missbrauchs verdächtigt. Und wer definiert, was bedürftig ist? Ganz sicher nicht die Betroffenen selbst. Beim Grundeinkommen kommt es nicht auf eine Bedürftigkeit an. Alle Menschen erhalten es. Damit hat das Grundeinkommen nicht den Charakter von Almosen oder mildtätiger Gabe, sondern es gibt einen Rechtsanspruch darauf. Und logischerweise muss auch von keiner Instanz mehr eine Bedürftigkeit festgestellt werden. Diese Instanzen werden verschwinden, einschließlich ihrer entwürdigenden Verfahren. In unserem heutigen System gilt als Voraussetzung für die Gewährung von Arbeitslosengeld oder Leistungen nach Hartz IV die Bereitschaft, jede zumutbare Arbeit anzunehmen. Was zumutbar ist, wird jedoch von anderen definiert. In Wirklichkeit handelt es sich oft um Zwangsarbeit. In Millionen von Fällen tun Menschen etwas, was ihnen sinnlos, schädlich oder gegen ihr eigenes Wesen oder Interessen gerichtet erscheint, nur weil sie auf das Geld angewiesen sind. Das Grundeinkommen will explizit diesen äußeren Zwang abschaffen. Menschen sollen sich frei für oder gegen bestimmte Tätigkeiten entscheiden können. Ja, vielen Dank, Christoph, für diese ausführliche Erklärung zum bedingungslosen Grundeinkommen. Ich denke, dass das bei unseren Hörern eine ganze Menge Fragen aufwirft und ich glaube, dass wir hier mal einsteigen können und
ein paar dieser Fragen vielleicht an der Stelle schon mal klären können. Ein Aspekt, den du genannt hattest, ist ja, dass es individuell an alle gezahlt werden soll. Wer ist denn in diesem Falle? Wer sind denn alle Menschen? Das ist tatsächlich so simpel, wie es gesagt ist. Im Prinzip wirklich alle Menschen, die, und jetzt kommt tatsächlich eine Eingrenzung, in unserem Land leben. Denn während die Idee des Grundeinkommens ja universell ist und von daher an gar keine Grenzen gebunden ist, sondern überall auf der Welt gefasst werden kann, müssen wir, wenn wir irgendwann mal realisieren wollen, das halt auch innerhalb in unserem politischen System tun, und das ist nun mal innerhalb unserer bundesdeutschen Grenzen. Im Prinzip für alle. Das heißt, von der Wiege bis zur Bahre, egal welche Hautfarbe, alle diskriminierenden Faktoren, die sollen eigentlich nicht gelten. Es wird möglicherweise, insbesondere zu Anfang bei der Einführung, schon noch Definitionen geben müssen, und die gehören nur aber genau dazu und jene nicht, denn die vielleicht schon erst 2 Monate in unserem Land sind, die können noch keinen Anspruch haben. Solche Fragen werden sicherlich zu klären sein, aber das sind Randerscheinungen. Im Prinzip und von dem Wunsch her und vom Ziel her sollen es so viel wie möglich der Menschen sein, die bei uns leben. Ja, und ich glaube, das ist auch genau ein Punkt. Das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Frage, und es geht schlicht und einfach um wirklich alle. Aber an der Stelle, wenn wir zu der Thematik Einführung kommen, sicherlich nicht heute, sondern in einer der folgenden Sendungen, kann man da auch nochmal explizit drauf eingehen. Wir haben ja auch in dem Lexikon gehört, etwas zur Höhe, sicherlich nicht in Frage einer Zahl. Möchtest du da mal was dazu sagen, Klaus? Zu dem Thema, wie hoch sollte es denn sein oder wie hoch muss es denn sein? Hier geht es ja schon um die Frage, ab wann ist es denn existenzsichernd, Teilhabe? Das sind ja alles Fragen, die damit zusammenhängen. Also ich sehe die Idee des bedingungslosen Grundeinkommen so, dass für die notwendigen Dinge einfach gesorgt werden sollte. Denn in früheren Zeiten und in früheren Kulturen war das ja eben in irgendeiner Art anders abgedeckt. Dass es was zu essen gibt, dass es was zu wohnen gibt, dass es Zugang zu ärztlicher Verpflegung gibt. Und das ist bei uns im Moment für viele Menschen gar nicht richtig der Fall. Und die Höhe des bedingungslosen Grundeinkommens sollte sich dann eben danach richten. Also ich stelle mir das so vor, dass ein einfaches Wohnen möglich ist, eine gute Ernährung, weil ich es einen Quatsch wirklich finde, an der Ernährung zu sparen, und auch unbedingt einen Zugang zu kulturellen Tätigkeiten, weil Menschen sind wirklich mehr als Wesen, die wohnen und essen wollen. Menschen wollen auch teilhaben an kulturellen Veranstaltungen und an sozialen Veranstaltungen. Und ich denke, daraus kann sich dann die Summe bilden. Unbedingt von dieser Seite und nicht von der Seite, wie ist es denn finanzierbar, sondern wirklich unbedingt von dieser Seite, was braucht es denn, damit es auf keinen Fall so beschnitten wird, dass es unter diese Grenze kommt. Genau, damit die Menschen wirklich ihre Bedürfnisse erfüllen können. Und genau das Wort Bedürfnis ist das nächste große Stichwort im Bezug auf das bedingungslose Grundeinkommen. Der Wegfall einer Bedürftigkeitsprüfung, den wir ja heute praktisch bei allen Sozialleistungen haben oder bei allen staatlichen Leistungen. Möchtest du da noch was dazu sagen, Christoph? Ja, die Bedürftigkeit, wie wir sie heute kennen, ist ja eigentlich ein Ausdruck, der sich auf Geldzahlungen bezieht und gar nicht auf eine wirkliche Verfassung der Menschen. Also wie die sich fühlen, wie es denen geht und so, ist ja völlig egal. Und Bedürftigkeit wird auch nur so herbeidefiniert nach dem, was gerade so die Kassenlage hergibt. Häufig genug ist das zu beobachten, insbesondere in der Zeit, wo dann Sozialleistungen gekürzt werden,
angeblich unter Hinweis auf Mangel an Geld, was aber hinterher plötzlich doch wieder da ist, wenn es darum geht, Steuergeschenke zu machen an den Mittelstand oder wie die FDP das gerne möchte. Also Bedürftigkeit ist eigentlich ein Kampfbegriff geworden heutzutage in der, sozialen Auseinandersetzung, und es geht überhaupt nicht auf die Menschen. Und insofern ist der Begriff der Bedürftigkeit eher schädlich geworden. Er war irgendwann mal gut gemeint, aber heute ist er schädlich, und wir meinen, er ist überflüssig geworden. Wir sollten nicht als Almosen und so von oben herab und ja, ja, wir tun ja was für dich, und dafür haben wir dann hinterher aber auch das Recht zu bestimmen, was du tust und was du machen musst, du kleiner Mensch da unten. Weg damit. Die Menschenwürde ist wichtig, und jeder Mensch hat ein Grundrecht, so ist unsere tiefe Überzeugung, zu leben. Und dafür braucht er ein Einkommen. Und deshalb brauchen wir keine Bedürftigkeitsprüfung mehr mit all den entwürdigenden Maßnahmen, Prozeduren und hinterher diesen 1-Euro-Jobs und was es nicht alles da gibt. Weg damit, und auf Mal wird auch ein Großteil der Verwaltung überflüssig sein. Und übrigens auch die Gelder, die damit verbraucht werden. Kleine Zahl. Man weiß ja, wie wenig Hartz-IV-Empfänger bekommen. Aber für jeden einzelnen Hartz-IV-Empfänger werden im Schnitt 1.500 Euro aufgewendet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das ist eine Zahl, die müssen wir uns wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. In diesem Zusammenhang ist sicherlich auch das Thema Arbeitszwang oder Sanktionierung zu sehen. Und da haben wir im Moment einen ganz aktuellen Bezug. Es ist ja Gott sei Dank, muss man sagen, endlich mal in die politische Diskussion eingeflossen, dass wir diese Dinge aus dem Sozialgesetzbuch streichen wollen oder dass es zumindest mal diskutiert wird. Und das ist ja ein Thema, was eben bei einem BGE, bei einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie es der Name schon sagt, eben von vornherein ausgeschlossen wäre. Es gäbe keine Sanktionierung, es gäbe eben keine Bedingungen, keinen Zwang zur Arbeit. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig und richtig. Denn wenn ich mir die jungen Leute heutzutage angucke, sehe ich eigentlich herzlich wenig, die nicht arbeiten oder nicht irgendwas machen wollen. Aber sie brauchen einen Raum, in dem sie sich entwickeln können, auch einen zeitlichen Raum. Und ich kenne viele junge Leute, die sagen, ich verzichte auf sämtliche staatliche Unterstützung, ich mache jetzt einfach mal mein Leben und möchte damit nichts zu tun haben, aber die nach ein paar Monaten so pleite sind, dass sie dann doch den Gang zu irgendeinem Amt antreten müssen, aber das eigentlich gar nicht wollen. Und das wäre um so vieles freier und würde so viel Potenzial freisetzen, dass es einfach der richtige Weg wäre, diese ganze Verwaltung runterzuschrauben und das bedingungslose Grundeinkommen einzuführen. Und auch nicht nur für die jüngeren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch für die Älteren, weil wir einfach in den letzten 30, 40 Jahren immer mehr in eine Arbeitsgesellschaft rutschen, die immer kurzfristiger wird. Wie unsere Großväter, die mit 16 in der Firma gelernt haben und mit 65 ausgestiegen sind, gibt es heute herzlich wenig Menschen noch, sondern wir haben immer mehr kürzere Arbeitsverträge, Projektarbeitsverträge, Praktikantenstellen und so weiter mit Pausen dazwischen. Ja, es gibt Projekte, es gibt Arbeit ohne Ende, aber Zwischenstellen ist Zeit, und die ist für so viele Menschen so müßig, dass sie da zu Ämtern müssen und Stunden da in Vorzimmern sitzen und eigentlich in dieser Zeit was wirklich Besseres tun könnten, als auch die Leute, die hinter den Vorzimmern sitzen. Genau, auch die Leute in den Ämtern hätten sicherlich Besseres zu tun und könnten sich bessere Tätigkeiten vorstellen, das ist ganz klar. Hier sind wir eben genau bei dem Punkt, die Leute fragen sich, wie sieht es dann aus mit der Gegenleistung? Welche Gegenleistung bringt der Mensch, bringen die Bürger für dieses Grundeinkommen? Leistung, das ist ein schwieriger Begriff, da werden wir in einer späteren Sendung nochmal genauer drauf eingehen, was denn Leistung eigentlich ist. Vielleicht kann das Problem deutlicher werden, wenn man mal die Frage umgekehrt stellt, welche Leistung erbringen denn unsere angeblichen Leistungsträger? Zum Beispiel einer, der viel Kapital hat und daraus Kapitalgewinne zieht. Gibt es auch keine Leistung, oder der kann genauso ohne was zu tun zu Hause sein und er kriegt dann einfach ein Einkommen. Jemand anderes, der nicht
das zur Verfügung hat, der sitzt auch zu Hause rum, heißt dann allerdings Arbeitsloser und wird beschimpft. Da werden die Einkommensverhältnisse durchleuchtet, aber es gibt bei uns keine Verfahren, die die Einkommens- und Besitzverhältnisse von Reichen durchleuchten. Da ist die öffentliche Debatte erstaunlich ungleichgewichtig. Gegenleistung. Es wird tatsächlich von den Argen dann erwartet, dass Hartz-IV-Empfänger irgendwelche komischen Seminare, zum Beispiel Bewerbungsseminare, belegen oder sonstige Weiterbildungsmaßnahmen oder dass sie in 1-Euro-Jobs hinein vermittelt werden, womit sie dann übrigens aus der Arbeitslosenstatistik ausscheiden. Ganz wichtiger Punkt. Was soll denn da eine sinnvolle Gegenleistung produziert werden? Es ist überhaupt nicht darauf angelegt, dass da sinnvolle Gegenleistungen produziert werden, sondern nur ein Mäntelchen zu haben, ja, jetzt tun sie ja was, ob es sinnvoll ist, ob es nützlich ist, ob es den Menschen denn womöglich auch noch mehr schadet in ihrem Selbstbewusstsein, in ihrer Psyche, in ihrem Menschsein, in ihrer Würde. Das wird alles nicht hinterfragt. Und dann kann man doch nicht von Leistung sprechen und Gegenleistung. Das ist doch albern. Okay, also, vielen Dank. Ja, Klaus? Also ich finde, in der Globalisierung wird das eigentlich ganz schön deutlich, dass in Deutschland kostet eine Facharbeiterstunde in irgendeinem Bereich vielleicht 12, 15 Euro. In Polen kostet die gleiche Stunde 1 Euro und in China kostet diese Stunde 10 Cent. Wirtschaftlich gesehen ist das dann, dass das in Deutschland getan wird, völliger Quatsch. Man sollte das in China tun, diese Arbeit. Und daran wird aber deutlich, dass der Begriff von Arbeit und Einkommen besser zu trennen wäre wieder. Weil natürlich ist in Deutschland auch eine Arbeit sinnvoll, auch wenn sie eigentlich nicht mehr zu bezahlen ist. Und dadurch wird es so deutlich, dass wir in Zukunft wieder mehr die Arbeit und das Einkommen trennen sollten. Wie wir sehen, hier gibt es wirklich eine ganze Menge Fragen. Wir haben jetzt mal 4, 5 Fragen angerissen. Vielleicht sollten unsere Zuhörer jetzt auch dann mal Stift und Papier zurechtlegen. Wir haben nachher dann noch ein paar Informationen, wo es sich sicherlich lohnt mitzuschreiben, auch eine E-Mail-Adresse und eine Internetseite. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die dann dort stellen und wir können dann gern online oder in den nächsten Sendungen darauf eingehen. Und jetzt, liebe Hörer, Szenen aus der Neuzeit. Wie ist die Welt mit bedingungslosem Grundeinkommen? Heute Landwirtschaft von Klaus. Heute ist ein Sommertag 2016. Die deutschen Politikerinnen und Politiker waren fleißig und haben seit 2014 das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt. 1000 Euro im Monat für jede und jeden. Ohne jeden Gang zu einem Amt, ohne jeden Bedürftigkeitsnachweis. Auf einem kleinen landwirtschaftlichen Betrieb in Schleswig-Holstein hat sich seit Einführung des bedingungslosen Grundeinkommens gewaltig etwas geändert. Vorher war der Betrieb von 22 Hektar Größe kaum überlebensfähig, obwohl schon alles getan wurde, was ging. Verbindung mit Sozialtherapie, Gemüseanbau, eigene Bäckerei, gute Vermarktungsstrukturen. Das Geld war immer knapp. Ständig stiegen die Ausgabekosten und dringend anstehende Investitionen konnten nicht getan werden. Auf dem Hof arbeiten 2 Familien und 2 dürftig bezahlte Angestellte. Zu wenig Personal. Und da war oft in der Saison kein echtes Wochenende drin, dazu jede Menge Überstunden. Die Traktoren verbrauchen 2000 Liter Diesel im Jahr, was ca. 2 Tonnen Kohlendioxid entspricht. Der Betrieb hat einen Jahresumsatz von ca. 140.000 Euro. Davon sind mindestens 40.000 Euro Lohnkosten, der teuerste Posten. Die Leute auf dem Hof haben Träume. Sie wollen weniger arbeiten, mehr Zeit füreinander und für die Kinder haben. Sie wollen den Betrieb lieber mit Pferden anstatt Traktoren bewirtschaften, um unabhängig vom Rohöl zu werden. Denn das war eine wichtige Forderung des Weltagrarberichtes, ein globaler Report über eine lebensfähige Landwirtschaft aus dem Jahr 2009. Alle diese Träume gingen nicht zu erfüllen. Zu wenig Geld. Frust macht sich breit. Wie immer, wenn Menschen ihre Träume nicht leben. Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen ändert sich die Situation. Plötzlich sind auch die Kinder mit einem Einkommen versorgt und monatlich kommen auf den Hof 10.000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. Das sind im Jahr 120.000 Euro mehr,
fast der gesamte alte Jahresumsatz. Na gut, denken die Nachbarn, jetzt werden die sich wohl auf die faule Haut legen. Nun ja, in der Tat reduzieren sie ihre Arbeitszeit und arbeiten nur noch 6 bis 8 Stunden am Tag. Eine dritte Familie stößt fest dazu und der dafür nötige Wohnungsbau wird realisierbar, dank bedingungslosen Grundeinkommen. Die Traktoren verlassen den Hof. 4 Pferde und menschliche Arbeitskraft ersetzen sie. Damit fallen die 2000 Liter Diesel weg und auch sonst alle Traktorkosten pro Jahr 14.000 Euro Einsparung. Diese Summe und ein Teil des bedingungslosen Grundeinkommens finanzieren jetzt die Pferdearbeit. Und jetzt ist die Unabhängigkeit vom Rohöl erreicht. Und dazu sind aber auch noch die landwirtschaftlichen Erträge um 15% gestiegen, weil die Böden nicht mehr vom Traktor verdichtet werden. Und endlich können die nötigen Investitionen angegangen werden. Allein die Dämmung der alten Gebäude und eine neue Erdwärmeheizung, die den Strom gleich von der Solaranlage vom Dach bekommt, spart im Jahr 6.000 Euro und jede Menge Emissionen. Dazu war ein Kredit nötig, aber mit bedingungslosem Grundeinkommen steigt auch die Kreditwürdigkeit. Heute, an diesem Sommertag 2016, wird Getreide geerntet. Dafür werden jetzt 5 Menschen anstatt früher einer gebraucht. Die neuen 4 Menschen sind aber kein Problem. 2 sind vom Hof, 2 sind Freunde, die es einfach gut finden zu helfen. Solche Sachen sind jetzt im ganzen Land mehr möglich, nachdem das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wurde. Statt einem 6 Tonnen schweren Mähdrescher, der 50 Liter Diesel am Tag verbraucht, wird die Arbeit jetzt von 3 Pferden, einer Mähmaschine und 5 Menschen getan. Niemand vermisst den Motorenlärm und Gestank von früher. Es ist entspannter als früher, weil die Wetterkapriolen des Klimawechsels von Pferden viel besser angenommen werden können. Außerdem wartet auf die 5 ein köstliches Abendbrot nachher draußen auf der Terrasse. Ja, Entspannung ist das richtige Wort, das seit dem bedingungslosen Grundeinkommen auf dem Hof zutrifft. Es ersetzt Existenzangst und bewirkt unglaublich viele Prozesse. Weniger Arbeitsstress, mehr Ökologie, mehr Zeit für andere und noch vieles mehr. Es ist sogar mehr Arbeit geworden durch die Pferde, aber es wird nicht so empfunden, weil mehr Menschen da sind. Insgesamt 20 Menschen arbeiten jetzt hier in flachen Hierarchiestrukturen. Wenn die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche von Schleswig-Holstein so bewirtschaftet werden würde, wäre übrigens die gesamte Bevölkerung von Schleswig-Holstein mit Gemüse, Brot und einem Teil Milch- und Fleischprodukten versorgt, ohne einen Tropfen Diesel und ökologisch. Das ist jetzt gar nicht so unrealistisch. Schon jetzt kommen viele Interessierte auf den Hof, weil mit bedingungslosem Grundeinkommen endlich sich auch kleinstrukturierte Landwirtschaft wieder lohnt. Da haben erstaunlich viele Leute Lust drauf. Nur gut, dass die Politikerinnen und Politiker so weise waren und 2014 das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt haben. Damit unsere Politiker auch fleißig werden können und etwas zu tun bekommen, erzählt uns Christoph aus der Jetztzeit ein paar Termine, Nachrichten und alles, was sonst noch interessant ist. Ich möchte zunächst mal erzählen, was wir gemacht haben als Initiative Bedingungsloses Grundeinkommen in Lübeck. Uns gibt es ja seit einem reichlichen Jahr und wir waren also ganz schön fleißig, denn wir haben uns jeden Monat einmal getroffen. Immer am 2. Dienstag des Monats treffen wir uns um 19 Uhr im Haus Akzent in der Höchststraße in Lübeck. Und halten diese Treffen auch öffentlich. Das heißt, da kann jeder dazustoßen, kann mitdiskutieren, kann uns kennenlernen und die Idee des BGE. Wir wollen dort einmal inhaltlich arbeiten, aber auch Aktionen besprechen, die wir vorbereiten für die Öffentlichkeitsarbeit. Als ein Mittel dafür haben wir einen Flyer entwickelt, der nun schon 1000-fach in Lübeck verteilt wurde und zum Teil auch außerhalb von Lübeck, denn etliche von unseren Aktiven kommen auch aus der Umgebung. Für Infostände haben wir weiteres Material bereitgestellt und erarbeitet. Infostände besonders in der Fußgängerzone im Sommer und in der Woche des Grundeinkommens. Das ist eine bundesweite Aktionswoche der von vielen Initiativen, an denen wir uns beteiligt haben, im September. Vermutlich wird im nächsten September, also 2011, wieder eine solche Woche des Grundeinkommens stattfinden. Wir haben uns daran also beteiligt. Weiter gab es auch auswärtige Termine, wo wir uns mit den Infoständen präsentiert haben.
Und das ist immer ganz nett, wenn man sich direkt den Fragen des Publikums stellt und mit denen ins Gespräch kommt. Das ist auch manchmal ganz lustig, manchmal sogar auf Englisch, weil hier viele Touristen hier kommen. Und das ist sehr schön, wenn nach so einer anfänglichen, sehr überzeugten Aussage, die eher kritischer Art ist, dann auf mal so eine gewisse Nachdenklichkeit beim Publikum einsetzt. Und das ist das Schönste, was wir erreichen können, dass das Nachdenken einsetzt. Denn wir wollen gar keine politische Forderung rüberbringen, sondern wir wollen zum Nachdenken anregen. Wir sind ja überparteilich, wir sind nicht parteigebunden. Und deshalb brauchen wir jetzt auch nicht einfach ein sozusagen ein Wahlprogramm. Wir haben weiter aufgeklärt und bekannt gemacht die Idee mit Filmen. Einmal einem großen Kinoabend im Koki, hier im kommunalen Kino in Lübeck in der Mengstraße. Da haben wir den Film Grundeinkommen, ein Kulturimpuls gezeigt. Das ist ein Schweizer Film, der ist schon 3 Jahre alt, aber sehr aktuell trotzdem noch, was die Grundaussage anlangt. Und den kann man auch im Internet übrigens finden. Er ist frei zum Download, das ist sogar erwünscht mit einer entsprechenden Lizenz. Einfach mal gucken. Film Grundeinkommen findet man bei Google ganz schnell. Wir zeigen diesen Film aber auch gelegentlich bei uns in der Höchststraße, bei unseren Filmabenden, die wir zusätzlich zu unseren wöchentlichen, monatlichen Treffen anbieten. Das ist dann jeweils der 4. Dienstag im Monat, ebenfalls um 19 Uhr. Und wir hoffen, dass wir das auch im kommenden Jahr anbieten können. Da gibt es dann allerdings auch manchmal Filme zu Nachbarthemen, zum Beispiel das Geld oder Zinsen. Oder jetzt Beiträge nochmal aus der ARD-Themenwoche. Da gibt es also viele spannende Sachen und da bieten wir nicht nur einen freien Eintritt, sondern vor allen Dingen eine spannende Diskussion im Anschluss. Also herzlich eingeladen. Wir hatten bereits schon mal eine Sendung hier im offenen Kanal Lübeck und manch ein Hörer hat uns da vielleicht zum ersten Mal schon hören können. Es war eine Sendung von Werner Weiß und ein Interview hier, mit dem wir mit den Studios hier im offenen Kanal Lübeck zum ersten Mal Bekanntschaft gemacht haben und wie Sie jetzt feststellen, schon ein bisschen beherrschen. Drücken Sie uns mal die Daumen, dass das gut weitergeht so. Und dann gab es noch den 10. Dezember eine doppelseitige Darstellung von unserer Initiative. Eine Selbstdarstellung im Wochenspiegel am Sonnabend. Ganz prima gelungen. Und da freuen wir uns auch drüber. Ja, will aber gar nicht weiter langweilen, was wir hier noch so gemacht haben. Wir sind auch längst nicht die Einzigen. Es gibt ja viele Initiativen, die sich dem Thema widmen. Es gibt auch das bundesweite Netzwerk Grundeinkommen. Und so gibt es eben entsprechend überregionale Events, an denen wir teilgenommen haben. Zum Beispiel ein Kongress zum Thema Gespräche über morgen. Wie wollen wir leben in Hamburg? Diese Frage, wie wollen wir leben, ist ja im Grunde eng verknüpft mit dem Grundeinkommen. Denn durch das Grundeinkommen stellt sich überhaupt die Frage ganz neu, was will ich denn überhaupt machen? Solange ich nur arbeiten muss, brauche ich mir nicht zu überlegen, wie ich leben will. Da muss ich es tun. Es gab sogar schon eine erste Demonstration in Berlin. Am 6. November lief die erste BGE-Demo, man höre und staune. Und es waren einige Tausend, trotz miesem Wetter und trotz einer sehr, sehr wichtigen Parallelveranstaltung der Demo in Gorleben. Also hier sind doch ziemlich viele mobilisiert worden. Man kann nur hoffen, dass auch Verantwortliche in der Politik sich dazu Gedanken aufgerufen fühlen. Diese Demo hatte auch einen besonderen Anlass. Denn am 8. November, also 2 Tage später, fand die Anhörung einer Petition statt, die Susanne Wiest, eine Frau aus Greifswald, an den Bundestag gerichtet hat. Und darin hat sie gefordert, der Bundestag möge beschließen, ein Grundeinkommen für jeden Bürger zu gewähren in der Höhe von 1.500 Euro.
Und diese Petition wurde in kürzester Zeit von über 50.000 Menschen unterstützt, sodass der Petitionsausschuss eine öffentliche Sitzung in einem großen Saal anberaumt hat, um Susanne Wiest dazu anzuhören. Das fand am 8. November statt und war eine sehr gute Gelegenheit, das auch wirklich politisch Verantwortlichen vorzutragen. Nun haben wir aber vor allen Dingen noch eine sehr informative Website eingerichtet unter www.grundeinkommen-lübeck.de. Kommen Sie auf unsere Website und finden dort viele, viele Informationen rund ums Grundeinkommen, Broschüren, Materialien, Sendungen, Filme zum Download oder als Link. Jetzt gerade kürzlich, vielleicht haben Sie es in den Medien verfolgt, dass eine Studie erstellt wurde, die dann von der Tagesschau betitelt wurde als rohes Bürgertum und soziale Vereisung. Solche Entwicklungen und Tendenzen, die es in der Gesellschaft gibt, dokumentieren wir dort auch. Oder eine andere Studie, eine Langzeitstudie über deutsche Zustände. Also schauen Sie sich auch auf unserer Website mal um. Es gibt dort noch vieles mehr. Ja, was haben wir vor? Wir wollen diese Sendereihe, wie angekündigt, jetzt im Jahr 2011 monatlich durchführen und dabei das Thema Grundeinkommen vertiefen, spezielle Aspekte mal herausgreifen und weiterverfolgen. Denn es ist ja keineswegs so, dass das Grundeinkommen einfach nur eine Zahlung ist und fertig. Sozusagen eine sozialpolitische Maßnahme unter vielen. Es hat ja mit so vielen anderen Aspekten unseres Lebens und der Menschen zu tun, dass es einfach wert ist, sich darüber zu unterhalten, sei es nun die Menschenwürde, die Bildung, Gesundheit und so weiter. Das sollen alles Themen von künftigen Sendungen dieser Reihe werden. Wir besuchen Schulen, wir suchen die Gespräche auch mit den Nachwuchsorganisationen von den politischen Parteien, den Parteien selber natürlich. Und wir versuchen auch, prominente Befürworter des Grundeinkommens wie Götz Werner zum Beispiel nach Lübeck zu holen. Dann steht natürlich noch eine gesamte Jahresplanung an. Und Sie merken schon, wenn ich hier weiter aufzähle, es wird so viel. Wir brauchen viele Mitstreiter und Aktive. Und hiermit möchte ich Sie herzlich einladen, wenn Sie Interesse an der Thematik haben, besuchen Sie uns am zweiten Dienstag im Monat, unserem Treffen, oder schicken Sie uns einfach eine Mail. Wir freuen uns über Sie. Dinner, tick, tick, 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 dinner